Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, jo, wir sind auf dem Weg ins alte Lager nochmal, um unser Erworbenes zu verkaufen, nach Möglichkeit. Dann werden wir auch gleich wieder Fleisch braten und so weiter. Und jo, würde sagen, das ist schon okay so. Gut. So, komm her. Schnappi. Na, es ist ein Scavenger, kein Schnappi. Kein Schnapper. Schnapper, Schnapper. So. Nur ein normaler Vogel. Ja. Jawohl. Jetzt wäre wieder mal was zum Essen, nicht schlecht. Nom nom. Und ein Stück Brot dazu. So, ja. Sehr gut. So, komm näher, du. Aus dem mache ich Gulasch. Lol. Oh, oh. Mit dem habe ich jetzt nicht gehört. Wollte gerade looten. Aber wir haben ihn eh souverän besiegt. Kein Problem. Kein Problem. So. Gut, gut, gut. So. Nachtschatten und Höllenpilz. Sehr gut. Noch ein Höllenpilz, glaube ich. Jawohl. Warte, das Mikro ein bisschen anders tun. Ich puste so viel rein ins Mikro. Das geht nicht. So, da Wasser mit Himbeersaft. Ja. Genau. Eine Waldbeere passt perfekt. So. Und hüpf. So. Zimmer gleich da. Dann schauen wir mal, was wir alles verkaufen können. Zu Diego können wir noch gehen. Und die alten Münzen eintauschen lassen. Weil zu Snuff müssen wir ja auch eigentlich. Guten Tag. So. Jekyll, den will ich nicht. Den möchte ich nicht quatschen. Hallo, hey, Mordrag. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Genau. Such dir was aus. Kämpfen tun wir noch nicht gegen ihn. Eine Pfanne. Eine Pfanne brauche ich nicht. Gibt es irgendwas Vernünftiges, was der zum Kaufen hat? Jagd und Beute. Das magische Erz. Alter Ring. Ein alt aussehendes Schmuckstück. Das brauchen wir wirklich nicht. Verwandlung Blutfliege, Feuer, Regen. Was ist das? Feuerball, okay. Bolzen, Pfeile, Langbogen, Schwerter, Streitkolben. Nee. Da würde ich sagen, hier können wir mal sicher das verkaufen. Oder warte, hat er jetzt Erzbrocken? Wo sind denn die? Wo hat er sie denn? Da, 23? Bei dem verkaufe ich gar nichts mehr. Servus. Du bist die arme wie Kirchenmaus. Das geht aber überhaupt nicht. So. Dann gehen wir lieber zu Fisk. Der wird wohl hoffentlich was auf der Kante haben. Haben sie Erzbrocken, weil ich da die brauchen? Und zwar Fülle. Du komischer. Wo ist er? Da. Hey du. Hast du eine Rüstung für mich? Brauche ich gleich nicht. Die habe ich schon die Butlerhose an. Zeig mir deine Ware. Aber das wäre gut. 501 Brocken. Da können wir einiges verkaufen tatsächlich. Das ist sehr gut. Dann würde ich gleich mal sagen, die Münzen nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Schüssel brauchen kann. Zähne sind echt was wert. Kavalon Schlüssel ist auch 3 wert. Schattenläufer 100. Da kriegen wir aber immer nur die Hälfte dann, oder? Ja. Wenn man daraus aber Kleidung basteln kann, soll ich das vielleicht noch aufbehalten, ne? Da wäre eher besser, sowas zu verkaufen wie Becher und so ein Schmarrn. Vor allem Waffen. So, Waffen, ne?
Ich muss langsam drücken. Absolut idiotisch. Absolut idiotisch, du sagst es. So, eine Spitzhacke habe ich mittlerweile. Knüppeldummer weg. Die. Den Bogen lasse ich noch. Vor allem den Kurzbogen, die Pfeile auch. Rüstung ist jetzt da. Muss ich schauen, was das für eine war. Ob das die bessere Butlerhose ist oder die schwächere. Ich glaube, die bessere, ne? So. Ich glaube, das passt schon. Mehr als wie 58 Erz ist das nicht wert? Das ist echt bitter. Es ist echt bitter. So. Bitte. Annehmen. Na dann. Servus. Dann muss ich jetzt noch schnell meine Waffe ausziehen. Dann kann ich hier noch zwei verkaufen. Butlerhose. Ist doch die schwache, oder was? Gab es noch die starke? Die schwere Butlerhose, sowas, ne? Habe ich mir echt die falsche gekauft, oder war das aus reiner Not? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ah, die leichte. Okay, Butlerhose und leichte. Okay, passt schon. Haben wir die bessere gekauft. Alles gut. Alles gut. Ja. Zeig mir deine Ware. Wir wollen noch schnell unsere Schwerter verkaufen. Zwei grobe Schwerter. Ja, die sind was wert. Ein Hunderter. Das ist gut. Dann haben wir nämlich noch genug Kohle zusammen, dass wir uns die... Also, dass wir noch zwei Sachen lernen können, nämlich Haut abziehen und Krallen bei dem einen Typen, ne? So. Passt. Ciao, ciao. Das passt sehr gut, weil dann können wir ordentlich Geld verdienen. Es ist einmal eine Investition, die halt einen Brenner macht. Aber was sollst du machen? So. Passt. Passt. Okay. Dann muss ich wieder meine Waffe natürlich ausrüsten. So. Und dann wollte ich eigentlich noch nachschauen. Wenn es geht. Wenn ich nicht vergessen habe, wie ich da hinkomme. Ich will nur schauen. Ah, hier war es, glaube ich. Na? Hier war es. Stufe 2 haben wir schon. Bald haben wir Stufe 3, das ist gut. 8 Lernpunkte haben wir noch, Stärke haben wir 20. Ja, das hilft mir jetzt eh nichts, da muss ich aufs nächste Level abwarten. Dann könnte ich nochmal die Stärke erhöhen, dann können wir die andere Waffe noch führen, glaube ich. Da hat uns nämlich 10 Stärke gefehlt. Dafür, ne? Glaube ich. Schleichen, Alchemie, Schmieden und Akrobatik können wir noch nicht. Magie ebenso nicht. Jo. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich noch schnell. Boah, da rennt gleich mal los, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz, ganz fix. Fleisch braten. Ein Bild zumindest, dass wir Proviant haben. Und dann gehen wir halt in Gottes Namen nochmal zu dem Lehrer, ne? Zack, zack, zack. Braten, 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 braten. Ich brate gleich alles, was wir haben. Dann haben wir ordentlich auf Vorrat. So, fertig. Sehr gut. Und dann geht's weiter. Meine Nase juckt, lala. Tja. Na, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Auf Wiedersehen. Tja. Dann hatsch mal noch einmal, ne? Weil wir es können. Hü, hüpf, hü, hüpf. Hü, hüpf. Gut, dann lernen wir den Dreck noch fertig und dann gehen wir wirklich zur alten Mine. Dann haben wir nämlich schon mal einen großen Schritt für unser Geld, also für unser Erzbörserl gemacht. Weil dann können wir wirklich, wenn wir Tiere ausweiden, können wir dann wirklich schon ordentlich Erzbrocken damit machen.
Das ist halt wichtig, dass man bei Gothic schaut, dass man diese Sachen so schnell wie möglich lernt. Vor allem beim 1er und beim 2er. Beim 3er weiß ich es gar nicht mehr so genau. Das habe ich ehrlich gesagt, boah. Damals, als ich es gekauft habe, da war ich schon sehr überrascht und enttäuscht gleichzeitig. Eher schon mehr Richtung genervt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir damals sogar extra für das Spiel einen PC machen lassen. Ja, der hat mir eine schöne Stange Geld gekostet damals. Der lebt aber heute noch. Das ist das Interessante. Ich kann ihn zwar nicht mehr aufmotzen. Schau, ja, wen haben wir denn da? Ein Kavalon. Ja, bist du doch da. Ja, hallo. Hey, du. Mahlzeit. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Ah. Wo bekomme ich einen Bogen her? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ah? Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Macht nichts, wir haben mit dir schon ein paar gefladert. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Schleichen und Bögen. Gut, das Schleichen hilft mir jetzt aber nichts. Ich habe eh zu wenig Erfahrungspunkte. Ja. Das werden wir anders mal machen. Ich danke dir. Was wir aber tun werden, ist im Raufrennen zu Aiden. Da lernen wir jetzt noch das Wichtigere. Nämlich die Häute abziehen und die Krallen zu entnehmen von den Viechern. Hoppala. Und ja, da machen wir uns ganz flott wirklich auf zum alten Lager. Zur alten Mine, so. Altes Lager waren wir gerade. Aber wir gehen dran vorbei. Weil von diesen Erpressern, ehrlich gesagt, will ich Abstand halten. Das sind echt nur Schufte dort, ne? Da wäre wirklich gut, wenn wir mit Mordrak dorthin gehen. Jetzt ist Aiden nicht da. Wollt sie mich schälen? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Da kriegst du fast Zustände, ne? Okay. Das ist jetzt nicht charmant. Kreuzbirnbaum. Da ist eh schon alles hin. Wo ist denn der Mensch jetzt? Es ist nicht zu fassen, oder? Hier oben ist er auch nicht. Wer hätte das gedacht? Muss ich jetzt echt warten auf den Kerl, bis der wiederkommt. Wechseln die sich ab, Kavalon und er. Wahrscheinlich ein und dieselbe Person, ne? Hoppala. Des Nachts ist er Aiden und am Tag ist er Kavalon oder was? Hallo? Kuckuck, wo sind Sie? Ich möchte gerne was lernen. Das ist lästig. Wo könnte der Hampelmann jetzt hingegangen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich speichere das mal, bevor ich in meinen sicheren Tod laufe. Weil da ist irgendwo ein Varan, ne? Tja. Dann schauen wir mal. Eine Seraphis, ein Höllenbild. Da haben wir den Varan und kein Aiden hier. Dieser Mann macht mich fertig. Echt. Oh, ruck, ich will hier hoch. Geht das nicht? Doch. Na, halt dich fest und... geht ja. Vielleicht ist er ja da oben irgendwo. Mal
Was ich nicht ganz glaube. Aber hier könnte ich theoretisch den Varan besiegen. Da kommt der eh nicht drauf. Zumindest mal probieren, ob es geht. Aha. Ich könnte es probieren, oder? Gespeichert haben wir eh. Was würde denn dagegen sprechen? Bis Aiden wieder da ist, ist eh finster. Mal schauen, ob ich ihn erreichen könnte. Zack. Erwischen tue ich ihn nicht, ne? War eh klar. Bei meinen Fähigkeiten. Ah. Jetzt glaube ich. Jetzt war da was. Oh, hier. Ich müsste... Aha. Warte. Ich müsste dich mal kurz anvisieren, bitte. Wenn das geht. Nur nicht runterfallen, weil dann bin ich hin. Wo ist er denn? Hallo? Ich hätte das Ding nicht... Ich muss dich anvisieren. Wo bist du denn? Weg. Unter mir. Ah, jetzt. Theoretisch. Oder auch nicht. Der gerade versucht mich anzuhüpfen. Ich glaube. So. Ich glaube, der heilt sich schneller, ne, als was ich treffen würde. Ah, da mache ich glaube ich gar keinen Damage. Nein. Nope. Gut, das kann ich lassen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Aber nein. Schon eine gute Idee, aber nicht mit unseren Fähigkeiten. Die kann ich, das kann ich vergessen. Gut. Mhm. So kann man auch Zeit verschwenden. Es ist jetzt gerade nicht so super. Ich werde mal versuchen, in Cavalons Bettchen zu schlafen. Bis zum Abend. Oder bis zum Morgen. Da könnte ich aber noch glatt schauen. Warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt 13.17 Uhr, also im Spiel. Ich werde es mal mit morgen, also mit in der Früh probieren. Vielleicht ist es besser. Vielleicht ist es auch tagabhängig. Servus, Herr Cavalon. Ich werde mich mal kurz da hinlegen. Mit Verlaub. Würdest du das Bett benutzen, bitte? Danke. Probieren wir es mal. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Ja, genau. Cavalon ist nicht da. Jetzt können wir eine Chance haben. Ah, jetzt ist er da drüben. Auf einmal. Okay, schauen wir mal, ob Aiden da ist. Weil sonst war das nämlich irgendwie Zufall. Was weiß ich. Weil den zu suchen könnte jetzt auch dauern. Ich wollte nur mal schauen, ob er zufällig in der Höhle drin ist. Aber ich glaube nicht. Ah, da ist er. Ist tatsächlich uhrzeitabhängig mittlerweile. Okay. Wirkt zumindest so. Hallo Aiden, ich möchte bei dir noch was lernen, bitte. Hey du. Stehen Sie auf. Danke, im Stehen redet es sich leichter, genau. Ich will lernen. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Ja, bitte. Was willst du wissen? Alles. Und zwar die Häute. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai.
Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Danke. Und Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Ja. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Danke. Pidi. Das war sehr hilfreich. Einer der wenigen Banditen und, wie soll man sagen, Bewohner des neuen Lagers, die mal freundlich sind. Tja, haben wir das Elend jetzt auch geschafft. Speichern wir gut. Und zwar sofort. Da. Und dann werden wir jetzt auf die schnelle Stelle. Endlich zur alten Mine marschieren. Mhm. Blutfliegen ausweiden, hat man das gelernt im Sumpf, glaube ich. Das vergessen, ehrlich gesagt. Könnte hier aber auch vielleicht anders sein. Ich bin gespannt. Langsam. Ich wollte noch hier das mitnehmen. Den Pilz traue ich mich ehrlich gesagt nicht mitzunehmen, weil ich echt Angst habe, dass mich die Banditen da oben gleich erschießen. Aber das nehme ich noch mit. So, und jetzt haue ich ab. Wobei, scheinbar tun mir die Banditen da nichts. Dann könnte ich noch den Höllenpilz mitnehmen. So. Was ich dann auch noch lernen muss, ist definitiv das Kochen. Das wäre auf alle Fälle nicht schlecht. Dann können wir nämlich unser eigenes Fleischschwanzen-Ragout herstellen, was super klasse ist, weil dann können wir endlich was mit dem Fleischschwanzen-Dings anfangen. Weil das war auch so ein Problem damals beim ursprünglichen Einser, also ohne die Mod hier. Ich glaube, der ist gestorben, der Bandit. Schau, der ist weg. Ich kann nichts dafür. Das will ich nur mal anmerken. Ja, ich kann nichts dafür. Der ist da einfach in seinen Tod gestolpert. Ich kann da nichts machen. Selber schuld, wenn er den Spielstand nicht nochmal lädt. Da kann ich nichts dafür. So. Da haben wir eh alles gelootet. Passt. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf dieser Flussseite hier auf den Weg. Guten Tag. Vielleicht habe ich auch Glück und ich kann jetzt die Scavenger hier kaputt hauen, ohne dass mir die Gardisten in die Quere kommen. Das wäre ganz super. So, ich zücke mal meine Waffe und stelle mich mal dahin. Dann hoffe ich, dass ich den gesund, dass ich den gut pullen kann. Hallo. Hallo? Komm her, schneller. Komm. Habe ich zweimal Erfahrung bekommen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. So, zumindest ein Loot kriege ich. Das ist ja schon mal was. Dann könnten wir eigentlich die ganzen Scavenger, die da drüben sind, auch noch plätten. Theoretisch können wir uns auch schon durch den Wald schnetzeln. Aber die Scavenger da drüben möchte ich auch noch gerne verhauen. Ein Moment. So, ja. So. Dann sammeln wir auch die Pilze dort auf. Die waren... Die habe ich schon. Hoppala. Ich bin schon so fixiert auf die Pilze, dass ich vergessen habe, dass ich sie genommen habe schon. Ja, ja, einmal Facepalm, ich weiß. Facepalm. So, dann essen wir das Fleisch, würde ich sagen. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Und auch hier, nom, nom, nom. Noch eine Frucht hinterher, perfekt. Hier haben wir noch eine schöne Seraphis. Und da oben sind ganz viele Scavengers.
Die machen wir alle kaputt. So, weil wir es können. So, zack, zack. So, schön alle nacheinander bitte, wenn es möglich ist. Weil das sind 6 Stück, das sind ein Haufen Erfahrungspunkte und wir sind eh kurz davor, ein Level Up wieder zu kriegen. Ach, verdammt, es war zu früh. Ich wollte den zweiten nicht pullen, unabsichtlich. So, aber jetzt. Aber jetzt, Kumpa. Denn. Wow, ohne einen Kratzer zu bekommen. Nice. Das habe ich ja fast gut gemacht. Der nächste, bitte. Ja. Sehr gut. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Yippie. Sehr gut. Und speichern. So. Sehr gut. Können wir schon wieder was lernen? Ja. Sie melden sich freiwillig. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Und Sie wollen auch? Ja, bitte gerne. Wir haben noch Zeit. Oh, sehr gut. Das ist schön. Wenn Sie sich gleich der Reihe nach anstellen, das ist super. Spart uns ein bisschen Zeit zum Pullen. Super. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Lecker, schmecker, schmacko, schmatz. Ja, das waren wieder 2. Das dürfen wir wieder speichern. Wunderbar. Und weiter geht's. Guten Tag, die Damen und der Herr wahrscheinlich. Die Dame und der Herr. Davon sind auch noch 3. Jö. Sehr gut. Und Sie auch, natürlich. Kommen Sie nur näher. So. Bäm. Super. Wir sind ein waschechter Scavenger-Schlechter. Mohaha. Dann machen wir noch die 3 da vorne, wenn uns die Jägerlein das lassen. Ich hoffe schon. Das wäre sehr schön. Ja, bitte. Bitte kommen Sie. Ist das jetzt dein Ernst? Ein junger Scavenger war das. Okay. Lol. Hätte ich gleich drauf losstürmen können, oder? Ich versuch's mal, ob ich das überlebe. Ich probier's mal. Wenn es nur 3 Junge sind, könnte ich eventuell gleich drauf losstürmen. Und mit ein bisschen Glück. Sehr gut. Hat, glaube ich, hingehauen. Super. Die sind aber auch brutal, ne? Die Kinder lassen sie da den Jägern über, ne? Die jungen Scavenger. Voll arg eigentlich. Und die Alten machen hinten da Mittag. Ne? Voll fies. Wie gemein kann man zu den eigenen Kindern sein, bitte? Selbst in der Tierwelt. Das finde ich schon hart. So, da haben wir Grabmoos. Schön, da ist gar kein Grab. Ja. Vielleicht gräbt es sich ja ein, das Moos. Ja, ne Seraphis. Nehmen wir auch gern mit. Eine Beere, da hast du dich versteckt, du Schlingel. So. Aber unserem Adlerauge entgeht so gut wie nichts. Gut. Hätten wir die jetzt auch ausgeräuchert? Abgeschlachtet, so. Ich meine, besiegt. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal hier im Wald ein bisschen um. Normalerweise sollte da vorne nur ein Wolf sein. Aber es könnte sein, dass es hier auch Schlimmeres gibt. Weil es hat ja... Ja, da ist der Wolf. Es hat ja geheißen, dass es hier mega gefährlich ist, ne?
Hallo. Au. So. Her mit deinem Fell und deinen Zähnen. Die können wir immer brauchen, gute Zähne. La, la, la. Oh, normal müsste uns von oben auch noch einer anspringen, oder? Glaube ich. Na? Genau. Passt, das ist speicherungswürdig. So. Da haben wir jetzt Mole Rats. Guten Tag. Bitte einer nach dem anderen. Und da springt er schon los. Das kleine... Die kleine Nacktratte hier. Au. So. Das lief noch gut. So. Ich würde sagen, wir schnapulieren was. Ein bisschen Obst wäre nicht schlecht. Was auch cool wäre, wäre so ein Waldbeerenkompott, wenn man sowas kochen könnte. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, welche Rezepte es hier so gibt. Aber so ein Waldbeerenkompott, das wäre schon was Cooles. Nom nom nom. Da dachte ich schon, ich kann mit dem Lagerfeuer hier was anfangen. Ich sollte aufpassen. Normal kommt hier noch eine Blutfliege durch, oder? Bier, Schüssel, Trank, ja. Da ist sie auch schon. Ja, hat dir nichts gebracht. Looten kann ich dich leider nicht. Du hast nämlich nichts für uns noch, weil das können wir noch nicht. Aber zum Speichern lang gut. Tja, so viel dazu. Wir arbeiten uns am Fluss entlang. Wir nehmen gleich den direkten Weg durch den Wald. Ist ja nicht schlimm. So, ein Scavenger. Ganz allein. Das ist perfekt. Zack, zack, zack. Tja. Tja. Da oben war... Oh. Ich sollte ganz schnell noch was... Alter. Mistviech. So, geht ja. Hui. Ah, du Brummer, du. Die Tränke möchte ich noch nicht essen, weil wir uns noch super gut mit dem Essen hier heilen können. Weil es kommt dann die Zeit, wo wir so viele Lebenspunkte haben, dass uns das Essen eigentlich nicht wirklich mehr was bringt. Und dafür möchte ich gern die Tränke aufbehalten. Jo. Tja. Habe ich da oben noch irgendwo eine Mole Rat gehört? Ja. Ui, da hinten sind Schnappis. So. Die sollte ich nach Möglichkeit aber nicht bullen. Ich weiß, normal sollte ich auch die Blutfliege hier stehen lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir kommen dann eh bald ins Sumpflager runter normalerweise. Und dann kommt es halt vor, dass ich das im Sumpflager lernen konnte. Auf dem Weg dorthin? Bin mir nicht mehr sicher. Ich lasse die jetzt mal leben. Wir haben ja eh noch ein paar Scavengers. Machen wir die lieber kaputt. Die bringen uns wenigstens was. Kommen Sie her. Da hinten umgeht schon wieder jemand. Ja, kommen Sie nur her. Boah, jetzt kommen alle drei, ist ja logisch, ne? Ja, sicher, warum noch nicht? So.
Ja, wir sind ja richtige Scavenger-Schlechter, tatsächlich. Boah, jetzt bin ich schon wieder voll hergerichtet. Jetzt hatte ich echt Glück, dass uns die Kerle da oben das nicht stibitzen. Die Erfahrungspunkte. Puh, das war jetzt eine knappe Geschichte. Aber drei Scavenger erledigt, was willst du mehr? So, ich würde sagen, wir essen nochmal eine Kleinigkeit. So, ein paar Früchtchen noch dazu. Und einen Salat. So, passt. Dann können wir hier weiter schauen, ne? Halt. Na, 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 na. Jo, anschließen, ne? Welche Fraktion möchte ich mich gerne anschließen? Jo. Es gibt ja eigentlich zwei Fraktionen, wo ich noch überhaupt niemals bisher mich angeschlossen habe. Das wären zum einen die Magier und zum einen die Templer, also die Sektenspinner. Bei denen war ich überhaupt noch nie. Ich habe aber versprochen, ja, das habe ich versprochen tatsächlich, dass wir mal Magier uns anschauen wollen. Und das möchte ich auch wirklich gerne machen. Und deshalb möchte ich mich dann gerne den Magiern hier anschließen, im Feuerlager. Jo. Nach Möglichkeit. Aber wir werden uns natürlich auch die Sektenspinner vorher noch anschauen. Okay. Das war vorher aber auch noch nicht. Doch, nein. Ist da echt ein Händler? Miguel. Und eine Laute? Okay, hallo. Wer bist du? Ich bin Miguel. Ich handle mit Kräutern und Pflanzen, die du im Wald und im Gebirge finden kannst. Ja, genau. Wenn du welche findest, kannst du sie mir verkaufen. Im Austausch dazu habe ich noch eine Menge anderer Sachen. Ich kann dir auch was über die Kräuter und Pflanzen erzählen, die hier in der Kolonie zu finden sind. Ich bin nämlich ein alter Kräuterkundler, weißt du? Ja, dann erzähl mal was. Also, was willst du wissen, ha? Huh? Was gibt es über spezielle Pflanzen zu wissen? Jo, bitte. Erzähl einmal. Also, es gibt Pflanzen, die sehr schwer zu finden sind. Diese haben aber eine außergewöhnliche Wirkung. Ja, ja. Neben seltenen Pflanzen gibt es auch Beeren, Samen und Moos. Wer hätte das gedacht? Ja, es gibt Tränke, die sich nur mit diesen seltenen Zutaten herstellen lassen. Dementsprechend hoch ist auch der Preis. Ja, den Rest habe ich jetzt vor lauter langsam Vorlesen nicht gelesen. Ja, also es lohnt sich, sie zu suchen. Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Wie sieht es mit Mana-Pflanzen aus? Ja, Mana-Pflanzen. Es gibt drei verschiedene Arten von Mana-Pflanzen. Es gibt einmal leichte, mittel und starke Mana-Pflanzen. Wer hätte das gedacht? Ja, 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 ja. Mana-Pflanzen kannst du entweder sofort einsetzen oder aber du verarbeitest sie an einem Alchemietisch zu einem leckeren Trank. Verarbeitest du sie an einem Alchemietisch, lassen sich Mana-Tränke herstellen. Je stärker die Pflanze ist, desto besser wird der Mana-Trank. Stell dir vor. Und die Heilpflanzen? Ja, wer hätte das gedacht? Es gibt ebenfalls drei Arten davon. Einmal die leichten, die mittleren und die starken Heilpflanzen, wie bei der Mana-Pflanze, und das im Heilen. Verstehst du? Also rot und nicht blau. Heilpflanzen kannst du entweder einnehmen oder aber du verarbeitest sie an einem Alchemietisch, wie gerade vorhin bei der Mana-Pflanze. Ne? Verarbeitest du sie an einem Alchemietisch, lassen sich Heiltränke herstellen. Je stärker die Pflanze ist, desto besser wird der Heiltrank. Ja, danke. Hättest du auch sagen können, gleich wie beim anderen, ne? Aber ich will mal handeln. Ja, alles klärchen, dann zeig mal, was du hast. Jo, der hat echt Durmeichensamen, das ist auch neu. Die Heilkräuter, Sklavenbrot, Höllenpilz, Pfeile hat er sogar über, okay. Er hätte sogar 30 Erz. Zahlt sich das aus? Servus. Dankeschön für die Info. Wen haben wir hier? Einen Butler.
Dann haben wir hier... Oh, wie cool. Im Topf reingelegt Sklavenbrot und wahrscheinlich Scavengerfleisch. Scavengerfleisch. Fleischschwanzenfleisch, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Zum Ragout machen, ne? Das ist ja schon... Haha, witzig. Noch ein Butler. Der war gerade pissen, glaube ich. Servus. Da hinten ist eine Truhe. Die sollte ich wohl besser nicht angreifen, solange die noch nicht pennen. Das heißt, das wäre mal so eine Aufgabe für am Abend. Jo. Lass mal sehen, mal das Essen, die armen Schweine, dass sie uns da nicht verhungern. Wen haben wir denn da? Garatz. Ich werde mal speichern und dann mal schauen, ne? Was mit dem so ist. Wie spät haben wir es? Oh, ich habe schon wieder Überlänge gemacht. Ich muss ein Part beenden. Entschuldigt vielmals. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.